Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Zero. Ja, ich bin jetzt einfach nur wieder zurückgerannt, weil ich war und habe das halt rausgeschnitten. Ich glaube, das braucht man nicht unbedingt sehen, oder? Ich meine, den Weg bin ich auch schon oft lang gegangen. Ebene 2. Wieder mal Heil-Items. Hätte ich eigentlich in der Ausbildungsstätte noch ein paar gucken können. Magnum-Munition! Geiler Scheiß. Nicht so geiler Scheiß. Tschüss. Scheiß auf die Hunter. Nee, ganz ehrlich, darauf habe ich echt keine Lust. Wir gehen in die Ebene 3. Ich muss da wahrscheinlich eh wieder mal bald zurück. Sind wir denn jetzt? Haben wir hier nicht gerade mit dem Tyrant gekämpft? Der hat sich frei gemacht, er lebt noch. Es war so klar. Es war so klar, dass der noch lebt. Müssen wir in die Ebene 4. Ja, da waren wir auch ja, vorher noch. Oh. Ja. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Der Freak schon wieder. Das war der Dr. Marcus, der da gerade geredet hat. Mit seinen komischen Egeln, der sich an Umbrella rächen will. Billy, da ist er ja und vor unseren Augen weggeströmt. Der Ärmste. Unser Platz, wir haben sogar noch einen Platz, das ist ja toll. Weil ich kann auch theoretisch die Magnum-Munition jetzt schon hiermit kombinieren. Krautchen. Und hier haben wir Pistole. Pistolenmunition. Alter, wie viel man davon haben kann. Das ist unfassbar. Oh, hier ist eine Schreibmaschine. Da ist es ja so unnötig, dass ich da vor gerade noch gespeichert habe. Naja. Ich speichere trotzdem, ne? Ist nur noch ein Gebiet und wir haben 36 Farbbänder. Mhm. Also. Aber echt alles hängt miteinander zusammen, ne? Das sind ja so interessant bei Resident Evil und jeder bis zu zweite Punkte entfernt Ort. Was? Jeder bis zu zwei Punkte entfernt Ort kann mit Strom versorgt werden. Oh Gott, nicht so ein Scheiß. Naja, oh well. Das war gut. Ah, das funktioniert so. Müsste das hier doch eigentlich auch klappen.
Dann gucken wir mal weiter. Ah, ist ja gar nicht mal so schwer. Man muss halt drei markieren und die. Es sieht kompliziert aus, aber es ist gar nicht mal so schwer. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Schön. Und ich will sogar noch was machen, und zwar, ich glaube, ich will mein Kostüm einfach wieder aufs. Ja, das wollte ich auch nicht. Einfach aufs Normale wieder, oder? Ich meine, fürs Letzte, da kann man das hier auch mal wieder. Und jetzt müsste doch auch eigentlich. Oh, das sieht so hell aus, das ist so schön. Das sieht so schön aus hier, das Spiel. Oder kann sie doch sehen lassen? Ah, viele mögen die feste Kamera nicht. Jetzt kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wo ich zum ersten Mal dann den ersten gespielt habe, dachte ich auch, oh, das ist doch so verdammt beschissen. Oh! Aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. Jetzt ist es für mich sogar was noch. Den guten, ne? Einen guten. Jetzt habe ich halt wieder keine Heil-Items, ne? Ja. So viel dazu. Denken vielleicht viele, warum legst du deine ganzen Farbbände ab? Das ist total bescheuert. Ich nehme sie doch gleich wieder. Alles gut. Ich will erstmal hier das hier kombinieren, weil dann haben wir nämlich noch einen Platz. Und dann kann ich auch schon wieder die Farbbänderchen nehmen. Die lasse ich doch da nicht einfach liegen. The fuck? Das ist mein All und Alles in den Spielen, die Farbbänder. Ne? Und vor allem 35. Ich bin sogar echt ziemlich zufrieden, dass es diese Viecher, wie zum Beispiel diese Schleimviecher, nicht in anderen Teilen gibt. Dich meine ich! Ihr geht mir in dem hier schon auf und sagt, finde ich es gut, dass ihr nicht in den anderen vorkommt. Ja, euren langen Arm. Jetzt komm! Oh fuck! Der blöde Egel! Nein! Das ist mir jetzt egal. Fuck, das war. Nein, jetzt habe ich nicht mal mehr eine Waffe! Piss dich! Es ist immer so, dass wenn ich immer dann versuche, dann wegzulaufen, weil der explodiert, einfach ein Egel kommt und ich deswegen nicht weiterlaufen kann. Super. Ich war sogar auf Orange. What the fuck? Platsch voll gegen die Kamera. Das nennt man doch ein Träumchen. Da fehlt irgendwas, bestimmt. Scheiße, so ein Drehteil da. Moment. Billard und Flipper, geil. Ist immer schön hier. Und man hat, aber was ich unanständig finde, dass man die Billardkugel nicht in dieses komische Dreieck da reingetan hat, wo sie immer reinkommen, wenn man dann fertig gespielt hat. Oder die Zombies haben halt gespielt und Gabelstapler. Dafür brauche ich Billy, oder? Rebecca muss sich wahrscheinlich draufstellen und Billy muss das Ding fahren. Toll. Ja, Problem ist, ich habe leider kein Billy gerade dabei. Dabei. So, wie das klingt. Ja, wisst, was ich meine. Der ist gerade nicht da. Und jetzt will ich die Farbbänder nehmen. Immerhin mal wieder Kräuter, ne? Schrotmunition. Ich hab die Waffe nicht, ne?
Billy hat die Waffe. Sam bringt mir das jetzt nicht wirklich was. Na, oh, nicht schon wieder blöde Egel, Mann. Oh, schnell hier rein. Also die Egel sind auch nervig, vor allem wenn die dann sich dann niemand wieder nicht bewegen kannst, weil die an dir dran sind. Finde ich bescheuert. Oh Junge, ah, Billy, jetzt ziehen wir auch mal das Original immer wieder an, oder? Ist unpassend gerade für den Moment. Perfekt. So, dann probieren wir erstmal die Rätsel da zu lösen, würde ich sagen. Hier sind wir rein. Hier sind wir. Oder? Doch. Und ja, das sind ja ganz, glaube ich, diese eine Notiz da noch mit den ganzen Menschen, die man da abschaffen sollte. Oder kommst du, Billy? Ja, perfekt. Wie lange der da wohl jetzt gewesen sein muss? Ich meine, so lange haben wir jetzt nicht gebraucht, oder? Ah, stimmt, der liegt tot. Und man trifft ja Billy ziemlich schnell wieder, tatsächlich. Ja, und der hat das erste Hilfe-Ding da. Und das blau-grün. Das, was ich gesucht habe. Jetzt hat. Boah! Panzersteuerung. Definitiv Panzersteuerung. So, Moment. You stay here. Ja. Jetzt müssen wir die doch schieben, gell? Nur wie? Nur wie? Man kann es drehen und voll auffüllen, das habe ich ja schon vorher gesehen. Alter. Nee, warte mal kurz, das kann ich doch bestimmt noch weiter schieben. Nee, kann er nicht. Ne? Nein. Moment mal, jetzt drehen wir das mal. Wir müssen ja die das so dahin schieben, damit, ja genau, damit, dann können wir es auffüllen und dann können wir rüberlaufen. Das ist so typisch Resident Evil. Moment mal. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Oh nein. Ja, ich muss wieder resetten. Die blaue Kiste ist direkt bei der. Das darf so nicht sein. Hoffentlich wird es wieder resettet. Weil sonst. Das wäre sonst echt zu schlimm jetzt. Das habe ich definitiv gerade falsch gemacht. Oh Junge, das wird ein Spaß. Dieses Rätsel, ne? Oh. Ich probiere es jetzt nochmal und vielleicht schneide ich das auch raus, weil. Oh, das ist bescheuert. Let's split up. Roger. Ha, okay. Perfekt. Bitte sei wieder neu. Gott sei Dank. Wie mache ich das?
Ja, ich habe eine klasse Idee. Doch, 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 das wird gehen, das wird gehen. Ja, das geht. Moment. Wir müssen es nur dann in die andere Richtung drehen. Also nach rechts in dem Falle. Nee, nee, das geht schon. Oder war es doch nach links? Nein. So passt's. Jetzt schiebt man den Schrott. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Okay, die hier und dann die blaue. Aber warum ist denn die Kiste eigentlich blau? Hat das irgendwas zu tun? Die schwimmt nicht! Die ist aus Metall, gell? Die schwimmt nicht. Moment, jetzt muss ich das hier gerade wieder gucken. Ja, das ist natürlich. Ich habe das Metall, ich glaube, das schwimmt nicht. Oh, aber sonst wäre das ja viel zu leicht, tatsächlich. Moment mal. Ich muss das, glaube ich, sogar dann wieder drehen, einfach nach links. Oder ich, ja, egal. Warte mal kurz, erstmal. Nein! Oh, Billy! Billy! Wir lassen das. Bevor jetzt hier noch alles am Arsch wird, weil der dann ja nicht hochklettern will, sondern immer nur drehen. Oder nicht drehen vor allem, nee, schieben. Nach links. So, und jetzt mal gucken. Vielleicht will er ja diesmal schieben. Wir werden sehen, ne? Ich weiß nicht, warum ich da immer hochkletter, aber ich glaube einfach nur, weil ich irgendwie Angst habe, sonst vielleicht sterbe ich oder so. Ja, doch, 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 das wird klappen. Moment. Nee, warte mal kurz. Das klappt nicht. Oh, nein! Bloß nicht jetzt so schieben. Aber wie dann? Ah, okay. Oder warte, habe ich's? Ich weiß es nicht. Warte, doch, 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 doch. Noch weiter. So. In eine Richtung kann ich es drehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war nach rechts. Dann kann ich es perfekt da reinschieben. Nicht falsch verstehen, ne? Wir müssen mal gucken. Ich schneide hier halt den Scheiß auch einfach raus. So spannend ist das Rätsel tatsächlich nicht. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass die blaue da nicht schiebt, weil die ist nicht umsonst blau. Und es sieht aus wie Metall und Metall schwimmt wahrscheinlich nicht. Und jetzt Wassermarsch. Das können wir gerne mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Metallding da gerade nicht schwimmt. Mhm, ich wusste es, dass das nicht schwimmt. Sehr gut. Habe ich den eigentlich? Ich glaube, Billy ist auf Angriff, oder? Weil das ist nämlich sehr wichtig, dass hier nicht so welche Gegner kommen. Der ist inaktiv. Nee, mach den auf inaktiv, so.
Ach, hier ist nur der Griff. Ach so, ja, für die Tür. Moment, ja, okay. Das Bild bitte speichern. Ich glaube, ich speichere sogar mal ab, weil ja, das ist mir gerade echt so ein bisschen zu viel hier. Und ich glaube, wir müssen da eh zu der Tür. Warum ich jetzt Billy spiele, weil Billy nämlich alles abknallt mit seiner Schrot. Rebecca kann es ja gerne auch machen. Die hat ja nur eine Pistole. Das ist ja auch gut gegen Zombies. Aber ja. Die könnten auch auf inaktiv machen, aber das finde ich bescheuert. Aber gleich werde ich auf jeden Fall wieder mit Rebecca spielen, wenn ich da schon bei der Schreibmaschine bin. Ne? Mhm. Rebecca! Rebecca! Lass mich vorbei! Ich sag's noch. Weg da. Sag mal. Oha. Die wollen nicht, dass ich zum Abspeichern gehe, ne? Aber ich bin so froh, dass man den Partner auch noch steuern kann. Sonst wäre ich da jetzt gleich gefressen worden. Das ist nicht lecker. Alter. Ciao, Billy. Bye. Kommt der jetzt ehrlich nicht mit? Tatsächlich. Ups. Ja, warte schnell, Bill. Ich speichere nur kurz ab. Bitte, ich will unbedingt meine Daten aufzeichnen, ja? Ich will das nicht nochmal machen. Das Rätsel, das war jetzt gerade kompliziert genug. Nur damit ihr es wisst, ich hätte auch noch dieses da mit den Lichtern machen müssen. Bis dahin hätte ich noch alles machen müssen. Das wollte ich jetzt nur mal sagen, damit ihr auch versteht, warum ich abspeichere. Erstens, komm schon, ich habe noch 34 Farbbänder, die muss ich auch mal verbrauchen. Genauso wie den 200 Schuss von der Pistole. Also das ist übertrieben hier. Hi, Billy. Let's go! Ja. Hä? Ach so, weil ich in einen anderen Raum wahrscheinlich reingegangen bin, hatte. War das bei Billy irgendwie so mit Split Up oder so? Ich habe mich nämlich gerade auch gewundert, warum bleibt er da nur stehen? Weil eigentlich hatte ich den ja nicht so auf Let's Split Up. Sondern auf Let's Go! Ja, man, let's go! Let's go! Let's go! Und erstmal gegen die Wand laufen. Aber es gibt da auch noch diesen Bugger, aber ich glaube, den müssen wir auch noch irgendwie angekommen oder so. Bestimmt. Bestimmt braucht der eine Batterie oder so ein Scheiß oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der so schnell funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen. I'll go check over there. Wie der da zurückläuft. Moonwalk. Dü, dü, dü. Oh. Muffe, Billy. Nee, ich glaube, weil ich... Wo ist denn der eigentlich? Ach da. Hallo. Come on. Ja. Nette Zombies. Finde ich aber lustig, dass wenn man ihn auf Split Up macht, dass er dann... Du machst das schon, ja. Sehr gut. Du kannst ja einfach die Köpfe zertreten, wenn sie wagen, dich zu greifen. Hier ist eine Leiter. Schau mal nicht hoch. Geh ich erstmal hier lang. Mit Billy hier hinein. Aua.
Okay, Becky ist noch auf gesund. Beide sind noch auf gesund. Super, wenn beide auf gesund sind. Das freut mich doch. Pistolenmunition bis zum Sterben oder so, keine Ahnung. Wir haben das Maximum erreicht von Pistolenschuss, deswegen ist es jetzt schon. Nee. Also ich kann es auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall das Limit erreicht. Nicht schlecht. Not bad at all. Da liegt eine erste Hilfe, warte mal. Okay, das nimmt dann Billy mit. Komm, Billy hier. Nimm das erste Hilfe. Ja, das ist schön. Manchmal ist es schwierig, den Punkt zu treffen. Wo ist die Schreibmaschine? Hallo? Das Spiel verarscht mich gerade, oder? Ein Safe Room ohne Schreibmaschine, oder was? Nee, das ist sie nicht. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ich finde die Schreibmaschine nicht. Oh, ja, ich bin dumm. In der Tat, aber das war auch ein bisschen schwer versteckt. Ich glaube, es waren gerade wieder 6 Farbbänder, oder? Meine Schreibmaschine hat den aufzeichnen, ja. Bitte. Ja. Und da kommen wir uns weiter, ne? Da gibt es auch noch den Raum da, ja, ja. Bei die Tür habe ich gerade gesehen. Quartiere. Langsam aber sicher sind wir im Finale, ne?